Am Sonntag dieser Woche findet der Internationale Weltfrauentag statt. An diesem besonderen Datum... Moment mal. Warum der Internationale Weltfrauentag? Das muss die heißen. Was? Weiblicher Artikel. Weltfrauentag. Okay. Am Sonntag dieser Woche findet die Internationale Weltfrauentag statt. Wir haben uns umgehört, was Passanten davon halten. Ich finde, dass jeden Tag Weltfrauentag sein sollte. Wir machen viel. Denn die Männer verwöhnen. Für die Frauen soll ja immer was gemacht werden, oder? Denn die Frauen sind ja für alles zuständig. Familie, Beruf, soziales Engagement. Ich sehe es an meiner Tochter, dass vielleicht die Bezahlung noch ein bisschen schlechter ist im Vergleich zu den Männern. Und dass, wenn jemand Karriere machen will, dann trotzdem immer ein bisschen mehr Power geben muss, mehr abverlangt wird und etwas schwieriger ist wie bei Männern. Meine Frau ist jetzt ins Altersheim gekommen. Ja. Jetzt weiß sie erst, was eine Frau wert ist. Das kann ich Ihnen ehrlich sagen. In Wirklichkeit werden Frauen aber immer noch deutlich schlechter bezahlt und erhalten zwischen 6% und 22% weniger Lohn. Ja, wobei das auf die Berechnungsmethode ankommt und es gibt bereinigte und unbereinigte Statistikwerte. Also mit anderen Worten, es ist kompliziert. Ja. Außerdem, Berufe mit hoher Frauenquote wie Erzieherinnen oder Krankenpflegerinnen werden zudem grundsätzlich schlechter bezahlt als typische Männerberufe. Wie Bauarbeiterinnen. Psst. Der Landkreis hat nun einen Beirat junger Frauen ins Leben gerufen. Also der Beirat junger Frauen ist ein Projekt, das hier unterstützt wird, begleitet, wissenschaftlich begleitet wird von der Fachhochschule in Landshut. Und bei dem Beirat junger Frauen geht es zum einen darum, dass man junge Frauen durchaus interessiert für Kommunalpolitik. Bei einer ersten Sitzung machte der Beirat zwei wichtige Themen fest. Zum einen die Sicherheit von jungen Frauen nachts im öffentlichen Nahverkehr und der Schutz vor sexuellen Übergriffen in Clubs und Diskotheken. Doch nochmal kurz zurück zu Die Weltfrauentag. In einer idealen Welt bräuchten wir vermutlich gar keine Termine, welche uns daran erinnern, dass die kleinen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht zu großen Unterschieden bei Gehaltszetteln, Karrierechancen und in diversen Ländern auch Menschenrechten führen sollten. Da würde ich mir wünschen, dass wir nicht mehr unterscheiden müssen zwischen Männern und Frauen oder divers oder wie auch immer, sondern dass wir einfach sagen, wir sind alle hier Menschen, wir haben einen bestimmten Erfahrungshintergrund, wir haben verschiedene Kompetenzen, wir werden anhand von unseren Kompetenzen einfach entsprechend wahrgenommen und dürfen das auch so leben, wie wir das haben möchten. Eines ist klar, man kann auch im Landkreis Neumarkt noch an der Gleichstellung arbeiten. Ja, aber es sagt vielleicht nicht, man kann daran arbeiten, sondern Frau kann daran arbeiten. Man kann es mit dem Gendern auch wirklich übertreiben. Und das sagst du mir?